Halal bedeutet als Wort, kommt aus dem Arabischen und bedeutet rein, zulässig. Also das bezeichnet alle Handlungen und Dinge, die im Islam erlaubt sind, zulässig sind. Und die Speisevorschriften sind ja im Koran und Sunna geregelt. Letztendlich sind Lebensmittel erlaubt, außer Schweinefleisch, Nebenprodukte von Schweinefleisch, berauschende Getränke wie Alkohol und Blut. Dann habe ich mir vor 2 Jahren gedacht, die Idee kam von heute auf morgen, könnte ich es schaffen, einen Supermarkt zu öffnen, wo der Kunde einfach reinkommt und mit ruhigem Gewissen als Moslem, aber auch nicht als Nicht-Muslim, Halal-Produkte zu finden und mit ruhigem Gewissen zu konsumieren. Hier weiß man, das wird unter die Lupe genommen. Also ich kaufe hier gerne ein und ruhigen Gewissens ein. Wenn ich ein Produkt auch in meinem Regal stelle, fange ich so an, dass ich die Produzierer, die Hersteller, zuerst mal nach einem Halal-Zertifikat frage. Wenn die kein Zertifikat haben, aber wenn ich das Produkt unbedingt haben möchte, dann wird das untersucht. Ich arbeite auch mit Lebensmittelchemikern zusammen. Und wenn die sagen, okay, das Produkt stimmt, und wenn das Unternehmen mir das auch schriftlich garantiert, auch, dann kommt es auch in mein Sortiment. Und ich wollte auch Brot in meinem Laden haben, das nach, vielleicht nach dem deutschen Geschmack, also mehr anspricht, als nur dieses typisch türkische, was man kennt. Mein Name ist Engelbert Schlechtriem, ich bin Bäcker und Konditormeister. Frau Divicuklu ist an uns herangetreten, ob es denn möglich wäre, Halal-Brot herzustellen. Und wir haben uns dieses Thema angeguckt und wir haben dann ganz klar sagen können, ja, können wir. Jetzt kam bei der Halal-Zertifizierung zum ersten Mal ein Geistlicher, also ein Imam, der bei uns in die Backstube geguckt hat. Also zuerst mal ist es sehr wichtig, dass man weiß, welche Lebensmittel verarbeite ich denn da gerade? Was ist denn da drin? Wir kennen unsere Zutaten und es ist also sehr relativ leicht nachzuweisen, dass eben Mehl halal ist, beziehungsweise die Sauerteige, die wir herstellen, halal sind, dass bei der Gärung Alkohol produziert wird, ist völlig unproblematisch, weil er ja beim Backen verfliegt. Nach dem Backen ist kein Alkohol mehr im Brot drin. Brot wird im Kern auf 99 Grad erhitzt. Alkohol verfliegt bei 78 Grad. Brot ist damit halal. Es gibt verschiedene Zusatzstoffe, die eben haram sein können. Haram ist das Gegenteil von halal. Denken Sie an den Pinsel, mit dem ein Brot abgestrichen wird. Auch hier ist es wichtig, dass in den Naturfasern eben keine Schweineborsten, Schweinehaare etc. Verwendung gefunden haben. Bei der Schlachtung gibt es ja bestimmte Regeln, die man beachten muss als Moslem. Und das Tier muss auf jeden Fall völlig ausbluten, bevor man das weiterverarbeitet. Darauf muss man sehr achten. Zum Beispiel Juden müssen ja Koscherregeln beachten und die müssen auch bei der Verarbeitung, Weiterverarbeitung auch bestimmte Sachen achten, aber wir Moslems nicht mehr. Sie können es mal probieren, wenn Sie möchten. Nehmen Sie sie. Ich möchte ja in meinem Sortiment nicht nur muslimische Kunden ansprechen. Ja.